Ich bin Hikmet. Ich habe eine Schuhmarke, die nennt sich Sondra. Und das ist meine Geschichte. Also ich bin Kind der Arbeiterklasse und wir sind zu einer Zeit aufgewachsen. Es gab sehr, sehr viele Moderichtungen. Ich war einer der Leute, die Hip-Hop-Musik gut fanden. Leute wie Beastie Boys, Run DMC. Das waren so die, wo ich nicht nur die Musik gut fand, sondern auch den Modestil. Und auch DJs. DJs waren große Vorbilder gewesen. Das waren halt Leute gewesen, die haben den Style schon gehabt. Die haben uns im Prinzip dann gezeigt, was cool ist. Und dadurch hat sich bei mir dann halt auch so ein Interesse für Turnschuhe entwickelt. Es gab immer mal wieder Leute, die mich auf der Straße dann angesprochen haben und gesagt, dann kann ich dir den Schuh abkaufen. Und dann habe ich mir gesagt, eigentlich müsstest du dich damit selbstständig machen, einen eigenen Laden machen. Und das war eigentlich der erste Beweggrund. Ich habe nie irgendwie im Hinterkopf gehabt, du musst jetzt Geld verdienen damit. Meine Eltern haben das damals nie verstanden, ehrlich gesagt. Aber jetzt zurückblickend sagen sie, okay, der Junge hat doch alles richtig gemacht. Man muss an seine Idee glauben, man muss seine eigenen Stärken halt auch sehen und diese dann halt verwirklichen. Wenn du an was glaubst, dann zieh es durch und lass dich nicht irgendwie von irgendwem aufhalten. Nürnberger Straße, das war die Straße, wo ich auch abends ausgegangen bin. Für mich war das natürlich so eine gute eigene Geschichtsbewältigung. Da, wo du früher in Clubs gegangen bist, hast du jetzt deinen eigenen Laden. Früher im Dschungel, David Bowie ist ein- und ausgegangen, Iggy Pop und wie sie alle heißt, die waren halt in diesen Clubs unterwegs und der kleine Hikmet aus Berlin war da auch. Und jetzt hat er einen eigenen Laden da gehabt. Ich habe ja schon zu Schulzeiten angefangen, mehrere Jobs zu machen. Ziel war, ich wollte unbedingt einen alten Porsche haben. Es wurde dann der 912er, dann machte ich mich selbstständig mit meinem Laden und irgendwie brauchten wir Geld. Und dann müssen natürlich die Dinge gehen, die vielleicht dann von der Priorität nicht ganz so weit oben sind. Und das war dann wohl oder übel mein Auto damals gewesen. Das hat schon echt wehgetan. Wie das Schicksal es wollte, habe ich das Auto vor ein paar Monaten wieder zurückgekauft. Wieder das gleiche Auto. Irgendwann bin ich natürlich auch mit dem Gedanken gegangen, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste ich irgendwann mal meine eigene Marke machen. Meine Frau stand immer hinter mir und hat gesagt, mach es und jetzt habe ich eine eigene Schuhmarke. Also ich bin natürlich ein großer Fan der Marke Porsche, aber auch Porsche Design. Und das ist natürlich für mich etwas, was ein großes Kompliment ist, mit so einer Marke zusammenzuarbeiten, weil ich gerade dieses Zeitlose, dieses Substanzielle, ich bin ja 47, etwas, was ich vor 30, 40 Jahren cool fand, finde ich immer noch cool. Also das ist, glaube ich, so ein Match, wenn man jetzt so eine Partnervermittlung dafür nehmen würde, hätten wir jetzt, glaube ich, ein Golden Match. Der Sondra Porsche Design, das ist halt eigentlich so die Liebesgeschichte zu meinem Auto. Dank Porsche Design habe ich diese Möglichkeit bekommen, diese Idee sozusagen durchführen zu dürfen. Und das ist natürlich für mich eine große Ehre. Die Marke, die ich selber als junger Typ sozusagen eigentlich als relativ unerreichbar gesehen hatte, ist nicht nur in Form eines Autos erreichbar geworden, sondern ich habe sogar die Möglichkeit bekommen, mit meiner eigenen Schuhmarke zusammen mit Porsche Design einen Schuh zu machen, der eigentlich meine Geschichte erzählt. Ich bin Hikmet und das ist mein Schuh für Porsche Design.